Guten Morgen, es ist der 18. Dezember. Es ist relativ kalt, wir haben es knapp über 0 Grad. Wie man sieht, es ist noch sehr, sehr neblig. Und ich bin heute an einem Altarm, Vereinsgewässer von uns. Und werde heute ein wenig auf Karpfen gehen. Der Teich war, oder der Altarm war bis vor einer Woche noch leicht zugefroren. Da ging also gar nichts. Jetzt hat sich wieder alles aufgetaut und ist wieder frei. Ich angle heute mit Pop-Up-Boilies und mit PVA, um halt nicht zu viel Futter, aber dafür direkt am Haken anzubieten. Und wollen wir mal schauen, was heute so geht. Oh, wird verrückt. Die Route lag keine 5 Minuten. Pop-up, Ronnie Rig, PVA Back drauf. Da dran, mein erster Freund. Ein schöner Schuppi. Jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen umstellen. Ja, aber nicht glauben, dass die im Winter jetzt keine Kraft haben. Wenn ihr euch wundert, das ist eine Feeder-Route, eine Heavy-Feeder-Route.
es jetzt einfach mal hergenommen zum Kap machen. Ne? Ich zeige euch gleich noch die Montage. Aber erstmal holen wir den Fisch hier raus. Schöner, kleiner Winterspiegler. So, noch knapp 3,5 Stunden war es ein Karpfen. Und leider nicht mehr, aber immerhin ein Karpfen, am Samstag gewesen. Ich war schon da. Und ich habe noch ein paar Boilies reingeschmissen. Mal gucken, ich werde die nächsten Tage schauen, dass ich nochmal herkommen kann. Dann halt leider nur für einen Kurzansitz. 4 Stunden, 5 Stunden vielleicht mal
Mehr Zeit habe ich leider im Moment nicht. Deswegen mal zwei kleine Futterplätze angelegt mit Boilies. Und dann wollen wir mal schauen, vielleicht wird es dann etwas besser. Weil hier sind schon einige und schöne Karpfen drin. Man wollte sie nicht überfüttern, es ist Winter. Deswegen vielleicht auch beim nächsten Mal. Bis dann.